Gemeinsam läuft's besser. Das ist nicht nur das Motto vom SC Tegeler Forst, sondern gilt auch für den 19. Firmenlauf der IKKBB. Knapp 4000 sportbegeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zieht es in die Berliner Innenstadt. Egal ob Laufen, Walken, Skaten, Boarden oder Biken, alle sind dabei und der Teamspirit wird großgeschrieben. Den Teamgeist, gemeinsam aktiv zu sein, gemeinsam und auch noch zu rennen. Also wir machen heute auch noch was für unsere Gesundheit. Der Berliner Firmenlauf der Innungskrankenkasse Brandenburg und Berlin ist wieder zurück. Letztes Jahr musste er Corona-bedingt ausfallen, doch an der Zahl der Anmeldungen lässt sich zeigen, wie sehr der Lauf vermisst wurde. Nicht nur bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sondern auch in den Reihen der Organisatoren. Ich glaube, man kann das gar nicht in Worte fassen, oder Ronny? Absolut, wir sind sehr, sehr happy und wir haben ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber es ist egal, nachher wird schön gelaufen und wir freuen uns, endlich wieder am Start zu sein. 5,5 Kilometer gilt es dann gemeinsam zu absolvieren. Um 19.20 Uhr fällt der Startschuss für die Skater am Brandenburger Tor. 10 Minuten später für die Läuferinnen und Läufer. Für sie geht es dann einmal quer durch die Berliner Innenstadt, vorbei am Potsdamer Platz, dem Tiergarten und dem Reichs-Peach-Ufer. Die krönende Zielgerade liegt auf der Straße des 17. Juni mit der Siegessäule. Das ist auf jeden Fall so schön, an der Siegessäule vorbeizulaufen und dann aufs Brandenburger Tor zu. Das gibt nochmal eine extra Motivation. Anschließend wird der Sieg gemeinsam im Zielbereich gefeiert. Für reichlich Verpflegung ist gesorgt und die bestellten Medaillen warten schon auf die Teilnehmenden. Vor allem, dass es so eine ganz tolle Stimmung hier war. Viele nette Leute und dass man endlich mal wieder zusammen sein konnte. Auch in einer großen Menschenmenge. Das war das Allerbeste, mal wieder unter Leuten zu sein. Wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf ein sportliches Team-Event bekommen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall das vierte Run and Bike nicht verpassen, für welches ihr euch immer noch anmelden könnt. Falls ihr dann doch eher für euch laufen wollt und nach einer Herausforderung sucht, dann ist die Siegerserie, die vom 2. bis 30. Oktober läuft, das Richtige für euch. Das Zeichen ist wichtig, dass wir das wieder machen können, endlich wieder machen können, dass das sicher ablaufen wird. Darüber sind wir uns, glaube ich, ganz einig. Ja. Und das ist für alle hier die allerhöchste Priorität. Am späten Abend geht der 19. Berliner Firmenlauf der IKKBB zu Ende. Doch Platzierungen und Zeiten sind nebensächlich, denn was wirklich zählt, ist der Teamgeist, dass Sport in einer Gruppe mehr Spaß macht und dass es sich gemeinsam besser läuft.